Mit diesem kurzen Einspieler einer Class 77 der MEG, liebe Modellbahnfreunde, möchte ich Sie auf meine Log-Präsentation heute einstimmen. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen bei Xtreme 24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Ja, und vor mir stehen Sie nun hier auf dem Tisch in voller Pracht und in Reih und Glied. Es ist eine große Auswahl an Farb- und auch in zwei Formvarianten. Technisch und elektronisch haben alle Modelle den gleichen Stand. Und Sie, liebe Modellbahnfreunde, können zwischen den Lokmodellen der Class 66 und 77 jetzt aus dem Hause ESU wählen. Da kann ich nur bei diesem Anblick sagen, wer die Wahl hat, hat die Qual. Doch bevor Sie sich jetzt anfangen zu quälen, wie immer ein kleiner Blick in die Historie dieser Lok. Die AMD JT42 CWR und M sind ein von AMD hergestellter Diesellokomotivtyp mit elektrischer Kraftübertragung. Die Lokomotive wurde in den 1990er Jahren der von AMD, also damals eine Tochter von General Motors, im Auftrag der britischen Bahngesellschaft English, Welsh and Scottish Railway entwickelt. Sie wurde zunächst in der Stückzahl von 250 Exemplaren in Kanada gebaut und unter der britischen Baureihennummer 66 eingeführt. Deshalb ist übrigens auch der Führerstand auf der falschen, also auf der ungewohnten linken Seite eingebaut. Und auch an das äußere Profil ist diese Lok der britischen Bahn angepasst. Die Lok verfügt über einen Dieselmotor mit 2420 kW, das entspricht 3245 PS, und eine auf 6 Achsen verteilte Masse von bis zu 129,6 Tonnen. Ein Drehstromgenerator speist 6 Reihenschluss-Kollektorfahrmotoren, die mit TAZ-Lagerantrieb auf die Achsen wirken. Die Lokomotiven wurden für die britische Fahrzeugbegrenzungslinie entwickelt. Die auf den Kontinent gelieferten Lokomotiven haben teilweise zusätzliche Anbauten, die einen Einsatz in Großbritannien unmöglich machen. Seit 2005 wird die Lok in einer überarbeiteten Ausführung als Class 77 bezeichnet, angeboten. Grund dafür ist die seit 2009 gültige Abgasnorm der EU Stufe 3a sowie der sehr hohe Lärmpegel im Führerstand. Sie führten zur Entwicklung einer emissionsärmeren und leiseren Variante unter der Bezeichnung JT42 CWR-M. Bei nahezu unverändertem Leistungsprofil ergab sich durch zusätzliche Einbauten ein Mehrgewicht von nahezu 5000 Kilo, das teilweise durch ein um 1400 Liter reduziertes Tankvolumen kompensiert wurde. Die Class 77 sind vorwiegend europaweit im schweren Güterzugdienst eingesetzt. Soweit, liebe Freunde, der kleine geschichtliche Einblick zur Class 66 und 77. Und jetzt spanne ich Sie nicht länger auf die Folter mit der Modellpräsentation. Hier sind Sie nun, die Class 66 und 77 von ESU. Zuerst, liebe Modellbahnfreunde, möchte ich Ihnen die Form- und Farbvarianten der Class 66 vorstellen. Und da habe ich jetzt die Qual der Wahl. Ich habe mich für die Farbvariante und das Modell der RRF, der Rotterdamer Rail Feeding aus den Niederlanden, Ausführung in Epoche 6 mit der Betriebsnummer 561-05 entschieden. Das Modell ist unter der Artikelnummer 31287 bestellbar. Alle baulichen Details sind im Modell der Class 66 der Rotterdamer Rail Feeding wie auch den anderen lieferbaren Farbvarianten exakt umgesetzt worden. Folgende Bedruckungsvarianten sind noch erhältlich. Mit der Artikelnummer 31282, das Epoche 6 Modell in Ausführung der Rhein Cargo mit Unternehmenssitz in Neuss, ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Häfen- und Güterverkehr Köln AG, der HGK und der Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH und Co. KG, NDH.
mit der Artikelnummer 31288 das Epoche 5 Modell in Ausführung der HGK, der Häfen- und Güterverkehr Köln AG, ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln. Seit 2012 ist die HGK mit der Rhein Cargo zu einem Joint Venture Unternehmen verschmolzen. So, jetzt aber zum Modell der Rotterdamer Rail Feeding Class 66 von ESU. Das Gehäuse und Chassis ist aus Metall ausgeführt. Das bringt ordentliches Gewicht auf die Waage von immerhin ca. 569 Gramm. Das sollte ausreichen, in Verbindung mit den zwei angebrachten Haftreifen, vorbildgerechte, lange Güterzüge auf ihre Anlage von dieser Lok ziehen zu lassen. Das Dach der Class 66 ist perfekt wiedergegeben. Besonderer Blickfang ist das feinst geätzte Lüftergitter mit den darunter befindlichen Dachlüfter, die jeweils durch zwei separate Motoren angetrieben werden. Aber auch die Nachbildung des kompakt ausgeführten Dachschalldämpfer ist ein Hingucker. Die Bedruckung und Lackierung ist sauber und trennscharf ausgeführt und entspricht dem jeweiligen Betriebszustand jeder der angebotenen Varianten der Class 66. Viele separate angesetzte Teile, teils aus Messing oder Kunststoff gefertigt, werten das Modell optisch auf. Wie beispielsweise die Trittstufen, die Türhandläufe, Handgriffe, die aufwendig gefertigten und auf die jeweilige Ausführung des Modells unterschiedlichen Abdeckungen der Batteriekästen einschließlich Leitungen und Kabel. Die Puffer der Lok sind federnd ausgeführt. Außerdem besitzt die Lok einen kulissengeführten Kupplungsnormschacht nach NEM 362. Am Chassis wie auch an den scharf gravierten Drehgestellen sind ebenfalls separat angesetzte Teile vorhanden, die den perfekten optischen Gesamteindruck dieser Lok wiedergeben. Und damit Sie die Lok auf Ihre Anlage auch sofort einsetzen können, liefert ESU auch gleich das Personal mit. Das ist doch mal ein Angebot, denn der Lokführer hat schon mal seinen angestammten Platz eingenommen. Und der ist wie beim Original auf der ungewohnten linken Seite angeordnet. So, und jetzt kommen wir zum Nachfolger der Class 66. Die Class 77 ist eine Weiterentwicklung und ich werde mich bei der Vorstellung im Wesentlichen auf die vorhandenen Unterschiede beider Loks konzentrieren. Wie Sie bereits am Einspieler gesehen haben, konnten wir das Original zum Modell dieser Class 77 bei der MEG filmen und so fiel meine Wahl auf das Modell eigentlich überhaupt nicht schwer. Außerdem habe ich das Modell mit dem Original bekannt gemacht. Warum? Weil das Modell die gleiche Loknummer trägt. Perfekter geht's nicht, oder? Als Class 77 hat ESU aktuell zwei Varianten im Angebot. Unter der Artikelnummer 31285 ein Epoche 6 Modell mit der Loknummer 653-07 der HSL Logistik mit goldener Farbgebung. Die HSL Logistik ist ein in Hamburg ansässiges EVU. Sie ist insbesondere auf nationalen und grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr sowie auf Bauzugverkehrsleistungen und Rangierdienste im Großraum Bremen und im Rostocker Seehafen unterwegs. Die zweite Class 77 ist unter der Artikelnummer 31286 ebenfalls als Epoche 6 Modell der MEG mit der Loknummer 077012 in verkehrsroter Ausführung zu haben. Die Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH MEG mit Sitz in Schkopau ist ein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit den Gesellschaftern der DB Cargo AG
und VTG Rail Logistics GmbH in Hamburg. Die Unterschiede von Class 77 zu Class 66 sind schon am Dachaufbau erkennbar. Die eingebauten Lüftergitter der Class 77 fallen etwas gröber in der Ausführung aus. Auch hier sind die darunter befindlichen Dachlüfter gut zu sehen, die jeweils durch zwei separate Motoren angetrieben werden. Die Seitenlüftungen sind ebenfalls größer in der Ausführung als bei der Class 66. Bei der Class 77 sind zusätzlich die Aufbauten für die Klimaanlage vorhanden. Die gab es bei der Class 66 so nicht. Wobei meine Aussage dazu wiederum nicht ganz richtig ist. Auch eine Class 77, nämlich die der HSL-Logistik, trägt dieses äußere Merkmal nicht. Bei der Gegenüberstellung hier auch gut zu sehen. Ebenfalls ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Loktypen sind die Anzahl der verbauten Türen. Das haben Sie ganz richtig gehört, nämlich die Class 66 hat je zwei Türen an den Führerstandsenden, also insgesamt vier. Die Class 77 auch, aber eine zusätzliche fünfte Tür und die dient als zusätzlichen Zutritt zum Maschinenraum. Die weitere Ausführung der Class 77 entspricht analog der Ausführung der Class 66. Gehäuse und Chassis sind auch in Metallausführung. Die Lok bringt ebenfalls ca. 569 Gramm auf die Waage. Die Bedruckung und Lackierung ist sauber und trennscharf ausgeführt und entspricht dem jeweiligen Betriebszustand der angebotenen Varianten der Class 77. Wie bei der Class 66 sind die Trittstufen, Türhandläufe, Handgriffe, Windabweiser an den Seitenfenstern, die aufwendig gefertigten und auf die jeweilige Ausführung des Modells unterschiedlichen Abdeckungen der Batteriekästen einschließlich Leitungen und Kabel gefertigt. Die Puffer der Lok sind federnd ausgeführt. Die Lok besitzt einen kulissengeführten Kupplungsnormschacht nach NEM 362. Auch das Chassis der Class 77 weist die gleichen Produktionsfeinheiten wie den scharf gravierten Drehgestellen und den separat angesetzten Teilen auf, die den perfekten optischen Gesamteindruck auch bei dieser Lok wiedergeben. Klar, der Lokführer ist wie bei der Class 66 auch schon an Bord. Der Vollständigkeit halber noch folgende Maße. Die Länge über Puffer der Loks beträgt 217,2 mm und der befahrbare mögliche Kurvenradius von 360 mm sollte nicht unterschritten werden. Soweit zur äußeren Vorstellung dieser Lokomotiven. Kommen wir jetzt zu den inneren Werten beider Modelle der Class 66 und 77. Beiden Maschinen hat ESO die gleiche dem neuesten Stand entsprechende elektronische Ausrüstung spendiert. Angetrieben werden die Loks von einem fünfpoligen, schräg genuteten Hochleistungsmotor mit zwei Schwungmassen mit geräuschoptimiertem Kommutator. Vier Achsen treiben die Lok an. Die Kraftübertragung erfolgt mittels Kardan und überarbeiteten Schneckengetriebe. Für zusätzliche Haftung und hohe Zugkräfte sorgen vier Haftreifen auf je zwei Achsen. Die Loks sind mit Universalelektronik für Gleich- und Wechselstrombetrieb ausgestattet. Die Umschaltung erfolgt praktischerweise am Fahrzeugboden ohne aufwendiges Abheben des Gehäuses. Die Umrüstung auf Mittelschleifer für System Märklin ist ebenfalls mit dem beigelegten Montagematerial ein Kinderspiel. Die Steuerung der Loks erfolgt durch den bewährten ESO Lok Sound 5 Decoder in Verbindung mit großen Rechteck-Lautsprechern für originalgetreue Soundwiedergabe.
Der Loxhaut 5 beherrscht neben M4 auch DCC mit Railcom Plus, Motorola und Selectrix und kann auf analogen Anlagen eingesetzt werden. Er kann sowohl mit DCC als auch Märklin-Zentralen programmiert werden. Der Decoder erkennt die Betriebsart automatisch. Die Spitzenbeleuchtung und das Schlusslicht sind fahrtrichtungsabhängig geschalten. Die Führerstandsbeleuchtung sowie die Führerpultbeleuchtung ist mit wartungsfreien, warmweißen LED-Licht ausgeführt. Alleine die Führerpultbeleuchtung ist schon der Hingucker schlechthin, stimmt's? Für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung sorgt ein großzügig dimensioniertes Powerpack, damit auch schwierige Gleisabschnitte sicher durchfahren werden können. Ein lastabhängiger, getakteter, lüfterbasierter Raucherzeuger mit Temperaturregelung sorgt für eine entsprechende, dem jeweiligen Fahrzustand angepasste Abgasfahne. Insgesamt sind 30 digitale Funktionen abrufbar. Einige Beispiele von den akustischen Features möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. F1 Fahrgeräusch. F2 Horn hoch. F13 das Kupplungsgeräusch. F17 eine Bahnhofsdurchsage. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte Vorsicht am Gleis 1, ein Zug fährt durch. F19 das Achtungssignal tief. Und beispielsweise mit F29 und F30 kann ich verschiedene Rangierfunkdurchsagen abrufen. Wir haben frei, kannst kommen. Noch drei Längen. Noch zwei. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. Noch eine abschließende Bemerkung zu den digitalen Funktionen. Die Anzahl der tatsächlich verfügbaren Funktionen wird von Ihrer Zentrale bzw. dem verwendeten Handregler bestimmt.
Je nach System können auch weniger Funktionstasten zur Verfügung stehen. Tja, soweit zu meiner Lokpräsentation der Class 66 und 77 aus dem Hause ESU. Ich kann eigentlich nur noch eins dazu anmerken, das Original dieser Maschinen als auch die Modelle von ESU sind Hammerloks. Technisch aufs Feinste ausgerüstet und was sage ich, eigentlich ausgereizt, sind sie der Hingucker auf ihre Anlage. Vor allem, wenn sie ganz lange Güterzüge über ihre Anlage schleppen wird. Mit dem Silo-Zementzug der MEG, der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft, und ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die unkomplizierte und tolle Zusammenarbeit bei der MEG Außenstelle Rüdersdorf bedanken, verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen nun viel Spielspaß mit Ihrer neuen Class 66 oder 77 von ESU. Bleiben Sie schön gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.